Warum fällt der Apfel auf die Erde und das Butterbrot auf den Küchenboden? Das liegt an der Schwerkraft. Sie funktioniert so. Alle Körper haben eine Masse. Du, das Butterbrot, aber auch unser Planet, die Erde. Je größer die Masse eines Gegenstandes, desto mehr zieht sie andere, leichtere Gegenstände an. Die Masse der Erde ist viel, viel größer als deine eigene. Wenn du also stolperst, zieht dich die Schwerkraft der Erde an. Das ist der Grund, warum du hinfällst. Nun stell dir mal vor, die Schwerkraft gäbe es nicht. Dann könntest du vermutlich von hier bis zum Himmel hochspringen. Der Apfel und das Butterbrot würden durch die Luft schweben. Mit zunehmender Entfernung nimmt die Schwerkraft ab. Darum ist im Weltall alles schwerelos. Und die Astronauten müssen alles festbinden, auch sich selbst, wenn sie schlafen wollen. Fazit: Ohne die Schwerkraft gäbe es kein Leben auf unserem Planeten, denn sie hält nicht nur die Menschen am Boden, sondern auch die Luft, die wir atmen, oder das Wasser, das wir trinken.